So, und da sind wir wieder mit Let's Play The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Und Leute, ganz ehrlich, dieser Tempel hier, oder zumindest dieser Teil davon, macht mich echt fertig. Oh Gott. Also ich habe jetzt überlegt. Ich denke, vielleicht ist es eine Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung, wie das nochmal ging. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Und ich weiß auch echt nicht mehr, wie ich das damals hingekriegt habe. Ups, ja. Also meine Theorie ist jetzt gerade. Wir klettern hier oben drauf, rennen dahin und springen dann da runter, wo die Schatzkiste ist, weil irgendwas muss ja in dieser Schatzkiste Besonderes sein. Also ich hoffe es zumindest, dass da irgendwas drin ist, was uns weiterhilft. Und wieso sehen die Wände hier immer so seltsam aus, wenn da doch gar nichts hinter ist? So, Phantom, geh weg. Boah, 1 Minute 27. Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und wir bekommen irgendwoher Zeit. Naja, ich glaube nicht wirklich ein Wunder. Okay. Verdammt. Scheiße. Gott. Hilfe. Okay. Das hier ist jetzt zumindest meine Theorie, weil irgendwo drauf muss diese Schatzkiste ja stehen. Tatsache, da können wir stehen. Okay. Ah, du hast den Muttropfen erhalten. Ja, okay, finde ich jetzt super schön und so, aber. Das hilft uns jetzt gerade auch nicht viel weiter. Okay, da müssen wir anscheinend nicht hin. Aber, oh Gott, wie kriegen wir jetzt dieses Ding darüber? Echt ernsthaft, ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, wie das jetzt gehen soll. Ist da hinten irgendwas? Ich glaube, da hinten war ich noch nie, oder? Hier ist aber auch nichts. Oh Gott. Wie machen wir das jetzt am logischsten? Wenn ich da den Stein wegnehme, geht da die Tür zu. Wenn ich da den Stein wegnehme, geht da die Tür zu. Das heißt, theoretisch müsste ich den Stein da. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das ja die einzige Möglichkeit, dass ich den Stein hier rübertragen muss und dann da rein. Aber da geht so viel Zeit bei drauf. Aber vielleicht geht's ja nicht anders. Ich versuche das jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist und ob das zeitlich erreicht und alles. Aber ich meine, irgendwie muss es ja weitergehen, ne? Irgendwie. Keine Ahnung wie, aber irgendwie. So. Geh da weg, Phantom. Du gehst da auch weg. Gott, Leute, ich habe nicht so viel Zeit hier rumzuschleichen. Ich habe jetzt nur noch 58 Sekunden. Ey, die Zeit ist gegen mich. Oh mein Gott. Wo ist der Weg? Hier, okay. Ach ja, wir können ja nur so langsam laufen, wenn wir das Ding mit uns tragen. Was zum Teufel? Das ist eine Fallgrube. Ey, geht's noch? Jetzt haben sie mich. Ach, scheiße. Lass das Ding doch fallen. Wenn die mir jetzt noch mehr Zeit abziehen. Oh Gott. Ah, ey. Nein! Nein, er hat den. Ey, komm schon. Okay. Gut, er geht da lang, aber trotzdem. Ja, wir haben noch 30 Sekunden. Okay, ich sehe echt schwarz. Ich sehe echt schwarz für diesen Teil des Tempels. Wirklich. Was war das für ein Geräusch? Ach so, unsere Zeit läuft ab, ja. Ist ja gut. Ich weiß es ja selber. Oh mein Gott. Okay. Gut,
dass hier zumindest jetzt diese Viecher weg sind. Ja, noch 20 Sekunden, Mann. Was soll ich denn machen? Lauf schneller, Link. Oh Gott. So. Okay. Der ist da. Und den Dreieckigen. Ja, wie kommen wir jetzt an den Dreieckigen? Ich glaube, ich hole jetzt den von da hinten schon mal. Ich meine, wir haben immer noch eine Chance. Wenn unsere Zeit jetzt abgelaufen ist, haben wir immer noch eine Chance. Ja, ist ja gut. Weil wir ja noch ein paar Lebenstränke und so haben, ne? Aber... ja, das ist jetzt... ja, nee, der nimmt den ja dann wieder. Jetzt läuft die Zeit ab. Ja. Okay. Naja, zumindest kann er uns keine Zeit mehr abziehen, aber... das Teil hat er auch nicht mitgenommen. Okay, hat das jetzt überhaupt noch einen Sinn? Ich meine, muss ja, ne? Ich versuch's trotzdem noch weiter. Auch wenn uns das Leben abgezogen wird. Vielleicht sind hier ein paar Herzen. Ja. Ey, wie soll man das denn schaffen? Okay. Ist ja gut, ich weiß. Jetzt nimm dich mal hier zusammen, Link. Mein Gott. Nein, nein, bleib da, bleib da. So. Das sind echt waghalsige Dinge, die wir hier tun. Aber ich will verdammt nochmal diesen beschissenen Tempel schaffen. So, zwei, jetzt brauchen wir nur noch das Dreieck. Das ist nur das Problem, nehmen wir das Dreieck da unten weg, dann denke ich mal, dass die Tür wieder zugeht, oder? Ha. Hätten wir den doch erst da lassen müssen? Dann hätten wir da durchgekonnt. Wo kommen wir nochmal da lang, wenn wir da durchgehen? Wartet mal, ich glaube, das war falsch. Ich habe so das Gefühl, dass das falsch war. Es ist zwar nicht gerade... ach egal, wir haben noch zwei Tränke. Nimm das doch, tu es da rein. So, gut. Eben gucken, ob wir hier Herzen haben. So, wo kommen wir jetzt lang, wenn wir hier durchgehen? Hier lang. Und da sind die... toll. Da sind jetzt die Stacheln. Obwohl, warte, wir kommen hier trotzdem noch durch. Ja, nur die Frage ist, wir müssen ja nicht rauskommen, wir müssen ja wieder reinkommen, ne? Wenn wir jetzt da das Dreieck mitnehmen, dann geht da die Tür zu. Denke ich doch. Hätten wir den hier erst... Scheiße, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Okay. Verdammt. Wir hätten das ganz anders machen müssen. Oh, fuck, Mann. Das heißt, ich muss jetzt den... oh. Ich hätte zuerst das Dreieck nehmen müssen. Oder? Okay, mal logisch nachdenken. Hätte ich zuerst das Dreieck genommen, wäre da die Tür zugegangen, hätte ich da lang gemusst. Dann hätte ich den mitnehmen müssen. Ja, nee, dann wäre ich ja auch nicht reingekommen. Hä? Ich steige gerade voll nicht mehr durch. Okay. Okay, nee, die Reihenfolge wäre, glaube ich, doch egal gewesen. Aber hä, ich check das hier voll nicht mehr. Was muss ich denn tun? Okay. Rauskommen wir ja. Oh, ich glaube, wir haben keine guten Chancen. Ich renne jetzt einfach todesmutig zu dem Dreieck, aber ich glaube nicht, dass wir das hier schaffen. Aber wie soll es denn gehen? Wäre da die Tür zu gewesen? Und durch die Türen kommen wir, glaube ich, nicht darunter, oder? Ich meine, ich kann es mal gerne ausprobieren, aber ich glaube es ja nicht.
Oder kommen wir hier irgendwie da runter? Nö, da kommen wir hier hin. Und dadurch kommen wir auf die andere Seite, genau so war das. Ja, natürlich. Halt. Nur Pfeile. Da ist eine Falltür. Okay. Es wird Zeit. So, eins haben wir davon jetzt noch. Dann wird's eng. Irgendwie glaube ich eher nicht, dass wir diesen Teil des Tempels jetzt gerade schaffen. Weil ich wahrscheinlich einfach mal wieder zu blöd dazu bin. Irgendwas habe ich falsch gemacht, ganz sicher. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nehme ich jetzt den Kristall weg, dann geht da die Tür wieder zu. Und dann, was mache ich dann? Dann komme ich nicht mehr raus. Beziehungsweise rein. Beziehungsweise dahin, wo ich hin muss. Was mache ich dann? Wo muss ich dann... Wie kommt man denn da hoch, bitte? Halt mal, was ist da hinten? Nichts. Sicher? Ach, hier wäre der... Okay, das habe ich jetzt auch herausgefunden. Da wäre der Weg zu dieser Schatzkiste gewesen. So, wenn ich das nehme... Bleibt die Tür offen! Die Tür bleibt offen! Gott, wir haben noch eine Chance. Denke ich gerade zumindest. Wir haben noch eine Chance. Oh Gott. Okay. Oh, bitte lass die Seekarte da hinter der Tür sein. Bitte lass da die Seekarte sein. Dass wir endlich aus diesem scheiß Tempel rauskommen. Na, nimm's doch. So, Phantom, geht da lang. Er hört mich nicht, okay. Ja, das ist mir jetzt auch egal. So. Aha, komm, geh schneller, geh schneller, geh schneller. Puh, okay. Okay. Oh, bitte lass die Seekarte hier sein. Bitte, 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 bitte. Ich glaube, haben wir es ernsthaft geschafft? Lass die Seekarte da drin sein. Wir haben es geschafft! Oh, Leute, wir haben es ernsthaft geschafft. Gott, fällt mir jetzt gerade ein Stein vom Herzen. Oh, gut, dass wir noch diese Elixiere dabei hatten und was weiß ich nicht alles. Oh, okay. Meine Fresse, du hast die südöstliche Seekarte erhalten. Damit kannst du an neue Orte segeln. Du hast es geschafft, eine neue Seekarte. Oh ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh Gott, also ich habe euch jetzt gerade demonstriert, wie man ohne noch jegliche Zeit in der Phantomsanduhr trotzdem durch diesen Tempel durchkommt. Also zumindest durch die letzte Ebene. Okay, nun können wir neue Gebiete auf See erforschen. Aber wenn ihr wüsstet, wie ich mich jetzt gerade freue und was für ein Stein mir jetzt gerade vom Herzen gefallen ist, ey. Oh Gott, ich hatte schon Angst, dass wir diesen ganzen Tempel nochmal machen müssen. Ah, okay, okay. Meine Fresse. Komm schon, Link, uns bleibt nicht viel Zeit. Willst du zurück zur Oberfläche? Ja, will ich. Bitte, bitte raus hier, bitte. Oh Gott. Ach, und da kriegen wir sogar noch Zeit. Boah, das bringt jetzt uns auch so viel. Ich hab's geschafft, ey. Oh, wir haben's geschafft. Ey, ne. Das hätte ich jetzt echt nicht mehr für möglich gehalten. Hey. Du da. Dich sieht man hier in letzter Zeit häufig. Die drei Skelette hier warten nicht darauf... Also, waren nicht darauf vorbereitet, diesen Ort zu betreten. Aber sie wissen mehr über die Geheimnisse des Tempels als du. Wenn du etwas wissen willst, wird es dich was kosten. Frag einfach. Ah, ja. Nee, danke.
Oh Mann. Wir sind draußen und wir haben die Seekarte und oh mein Gott, Erfolg. Boah, nee, ich hätte echt nicht geglaubt. Ich hab's echt nicht mehr geglaubt, dass wir das noch schaffen. Naja, gut, Leute. Aufnahmezeit für diesen Part ist erreicht und wir haben die Seekarte erhalten, die neue. Yay, wir haben es geschafft und ich bin immer noch sowas von glücklich darüber. Naja, gut. Dann würde ich aber sagen, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann erst im nächsten Part. Ja, bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.